Ah, das Buch öffnet sich. Es ist ein Brief und ein Schlüssel in dem Buch versteckt. Und so habe ich den Zugang zur Bibliothek hinter einer Geheimtür versteckt, um meine Aufzeichnungen über die Tempel Belias zu schützen. Hätten meine Glaubensbrüder von der Existenz dieser Aufzeichnungen gewusst, hätten diese verblendeten Narren sicher alles vernichtet. Jetzt wissen sie nicht mehr, als dass diesen Tempel einmal gegeben hat. Zur Sicherheit habe ich einige Diener zum Schutz der Bibliothek beschworen. Dieser Schlüssel öffnet die letzte Tür. Okay, also die letzte Tür kommt mir irgendwo bekannt vor. Wie die letzte Kammer. Vielleicht war das schon zu voreilig. Soll ich da... Ja, die Lampe bringt Licht in die unteren Gefilde. Okay, dann ziehen wir das Schwert. Denn... Ja, der hat ja hier zum Schutz irgendwelche Diener beschworen, anscheinend Skelette. Und die müssen ja vernichtet werden. Okay, aber gegen so einen starken Kämpfer wie mich können die nichts ausrichten. Hm? Oh. Ah, da. Und das auch ein Skelett. Und das ist ein Magier. Okay. Dann hau ich mal schnell eine Heilung rein. Wo ist denn die einfache Heilung? Ich müsste die mir dann doch erst gekauft haben. Okay, ich finde da keine einfache Heilung. Oder ich bin auch so, entweder bin ich so blind oder so blöd, die zu finden. Oh. Moment, wie viel habe ich verloren? Ach, da reichen zwei Tränke oder drei. Ich habe eh genug jetzt davon. Einmal so ein Trank. So, speichern. Wer erzählt denn sowas? Ich will gar nicht wissen, was das war. Genau, ich kämpfe jetzt ein Skelett und lasse mich von den anderen schlagen. Also, hier ist von hier. Oh, da oben brennt Licht. Ich höre da jemanden kehren. Aber doch nicht da drinnen. Ich habe da einen Dämon gehört. Ah ja, stimmt ja. In der Aufnahme war das ja nicht dabei. In der Felsenfestung, in der in dem der Felsrache drin war, gab es auch einen Dämon. Dann heile ich mich schnell. Bevor der Dämon da wiederkommt. Ah, da kommt er. Och, lol, der kann da nicht durch. Lol, der konnte nicht so schlagen.
einmal so Sand hier reinschütten. Oh, da ist noch ein... Oh, da sind zwei Dämonen. Okay. Töten wir nochmal gleich den nächsten. Die waren jetzt nicht sonderlich stark. Buchkommode. Das Gesetz der Insel. Ach. Das ist Müll. Das ist Buch. Oh, Trank. Verstopftes Buch. Seekarte zur Insel. Ich lese es erstmal. Oh, das Drachenei, was wir bei Finkreck gefunden haben. Na, ich bin mir sicher, dass es sich bei diesem Bauwerk um Herrn von Irdorath handelt. Es wird einen Krieg geben, einen Krieg um das Schicksal der Welt. Ich hatte die alten Schriften studiert und Anleitungen gefunden, wie man sagen und rufen Wachen der alten Drachenherren herstellen kann. Allerdings, ich vorstellen, um unsere Züge hinherzukommen, das versichert habe ich. Rezept im Almanach niedergelegt. Wer von uns kann schon sagen, was die Zukunft uns bringen mag? Vielleicht ja sogar Drachen. Ja, das stimmt. Mein Panzer aus Drachenschippen, die irgendwie halt. Okay. Ah ja, mit Dings überziehen. Oder so. Zum Kloster. Tut mir leid, wenn ich jetzt nicht so viel rede oder sowas. Ich bin gerade noch ein bisschen durch den Wind oder so. Ich habe für so etwas keine Zeit. Wieso hat er den Teleport in der Hand? Ein armer Kerl kann einem leid tun. Ja, hinter mir zieht es so eine tolle blauen Strahl mit oder so. Was sind die Tränen Innos? Was sind die Tränen Innos? Die Tränen Innos sind eine alte Kindergeschichte. Sie handelt von der Urzeit, als der Kampf zwischen Innos und Belia begann. Ich habe diesen Trank gefunden. Das kann nicht sein. Ich kann es nicht glauben. Was ist denn? Wenn das wirklich die echten Tränen Innos sind, dann... Wohl kaum. Unterbrich mich nicht! Wenn das die echten Tränen Innos sind... Dann haben wir eine mächtige Waffe gegen den Feind. Aha. Was meinst du mit Waffe? Es ist überliefert, dass die Streiter Innos unter dem Einfluss dieser Substanz zu fast übermenschlichen Leistungen imstande waren. Sie waren immun gegen alle Arten der Erschöpfung und hatten die Kraft zweier Bären. Die größten Heldentaten vergangener Tage waren nur durch die Tränen Innos möglich. Verstehe. Doch die Tränen... können ebenso Leid und Tod. So Leute, ihr seht, der Dialog ist schon zu Ende. Einfach aus dem Grund, weil ich wurde jetzt selber mir essen und ich wurde natürlich gestört und da kann ich ja natürlich nicht aufnehmen, weil sonst hört man wieder, hört man wahrscheinlich irgendwelche Stimmen im Hintergrund, die irgendwas sagen und sowas. Und das geht mir eigentlich immer auf den Piss, wenn ich wenn es hier mal Essen gibt und ich gestört werde dabei, ruhig beim Aufnehmen. Und wir essen gerade ein Eis. Hören uns einfach an, was Pyrokat zu sagen hat. Was sind jetzt die Tränen Innos? Als Innos erkannte, dass er Belia, seinen eigenen Bruder, bekämpfen musste, um die Schöpfung zu erhalten, wurde er sehr traurig. Er begann zu weinen und seine Tränen fielen herab auf die Welt. Es waren viele Tränen, denn sein Herz war so voll Trauer, dass er 13 Jahre weinte. Kommt zum Punkt. Die Menschen, die seine Tränen fanden und von ihnen kosteten, wurden erfüllt von einer übernatürlichen Kraft und Klarheit. Sie erkannten die Weisheit von Innos Schöpfung und begannen ihm zu dienen. Sie waren die ersten Mitglieder der Gemeinschaft des Feuers. Die Tränen gaben ihnen Kraft, Mut und Weisheit.
Doch das ist alles sehr lange her. Und schon seit über 250 Jahren hat niemand mehr eine Träne Innos zu Gesicht bekommen. Okay. Und 13 Jahre? Wer meint denn bitte 13 Jahre, außer in Gott natürlich? Ich habe das Buch von Xardas öffnen können. Was? Wie hast du das geschafft? Ich bin daran schier verzweifelt. Xardas hat mir den Trick verraten. Ach, so ist das. Interessant. Ich kann nur für dich hoffen, dass Xardas schlechter Einfluss dich nicht verdirbt. Ich warne dich. Geh diesem alten Teufel nicht auf den Leim. Du könntest es bereuen. Xardas ist nicht mehr da. In dem Buch ist von einer geheimen Bibliothek die Rede. Wovon redest du da? Von einer Bibliothek unterhalb dieser Mauern hier. Klingelt's? Nein. Wo soll diese Bibliothek sein, sagst du? So, so. Du hast also keine Ahnung, hm? Dann nutzen wir mal die Seekarte. Hm, da hast du dich also versteckt. Verdammt weit weg. Hm. Ich werde ein Schiff brauchen, um dahin zu kommen. Okay. Ich weiß, wo die Hallen von Edora zu finden sind. Der Tempel befindet sich auf einer Insel. Ich habe eine Seekarte gefunden, die mir den Weg zeigt. Das ist großartig. Dann wirst du ein Schiff und eine Crew brauchen, um dem Feind die Stirn zu bieten. Aber bedenke, dass du dafür gut gerüstet sein musst, wenn der Sieg über den Meister von Irdorath gelingen soll. Wo kann ich eine Crew finden? Deine Mannschaft sollte aus Männern deines Vertrauens bestehen. Rede mit deinen Freunden und beachte dabei, dass sie dir von Nutzen sind, wenn du auf der Insel bist. Du wirst auch einen Magier brauchen. Nur leider kann ich hier im Kloster keinen Mann entbehren. Du wirst einen Magier fragen müssen, der seinen Dienst nicht hier im Kloster verrichtet. Okay. Jorgen ist ein erfahrener Seemann. Er könnte mir helfen, zur Insel von Irdorath zu kommen. So einfach wird das nicht gehen, fürchte ich. Er hat sich verpflichtet, für die Bruderschaft zu arbeiten. Er hat weder den Tribut entrichtet, noch ein Schaf ins Kloster gebracht. Jorgen muss erst seine Arbeiten verrichten. Dann könntest du ihn mitnehmen. Wie lange wird das dauern? Er hat die Vorräte aufgebraucht, die einer der Novizen in 3 ganzen Wochen verbraucht hätte. Und das gleich am ersten Tag. Also, vor 3 Monaten harter Arbeit in unseren Gärten werde ich ihn nicht entlassen. Nicht so lange. Was kann ich tun, um Jorgen jetzt mitnehmen zu können? In der Tat gäbe es eine Sache, die du für mich erledigen könntest. Dein gutes Verhältnis zu Xardas könnte dir dabei helfen. Mir ist zu Ohren gekommen, dass in seinem Turm in den letzten Tagen recht seltsame Dinge vor sich gehen. Viele Einwohner der Stadt hören des Nachts laute Schreie von dort und seltsame Lichter tanzen über seinem Turm. Als ob wir nicht schon genug am Hals hätten. Sieh nach, was da vor sich geht. Und sorge dafür, dass es aufhört. Dann kannst du Jorgen haben. Okay. Ja, wenn man kann es nicht hören, wie ich das Eis esse. Ganz schön dunkel hier. Hey, ich habe gehört, du warst ziemlich lange im Keller des Klosters. Was hast du herausgefunden? Ich weiß jetzt, wo sich der Feind versteckt hält. Es ist eine kleine Insel, nicht weit von hier. Das ist unsere große Chance. Wir müssen sofort aufbrechen und das Böse endgültig vernichten. Hast du schon mit Jego darüber gesprochen? Ich denke, er wird dich begleiten wollen. Was ist mit Gorn? Rede mal mit ihm. Ich habe gehört, dass er wieder aus dem Minental zurückgekehrt ist. Und vergiss Lester nicht. Wenn du ihn nicht aus seinem Tal herausholst, wird er dann noch vergammeln. Meine Rolle dabei kenne ich auch schon. Ich kann dein Mana steigern und dem Runenbau behilflich sein, wenn wir gegen den Feind antreten. Wann geht's los? Wir kommen an Bord. Wir treffen uns am besten am Hafen. Warte dort auf mich. Gut. Wenn du soweit bist, werde ich dort sein. Okay. Wo soll ich nach einem Kapitän suchen? Frag doch mal Jorgen. Der ist doch Seemann. Er müsste eigentlich noch im Kloster sein.
Wenn er dir allerdings nicht weiterhelfen kann, wirst du auf den Bauernhöfen oder in der Stadt nach jemandem suchen müssen, der ein Schiff steuern kann. Sprich am besten mal mit Lee oder geh zum Hafen von Corines. Was Besseres fällt mir im Moment nicht ein. Okay. Gehen wir mal zum Großbauern. Meinst du, mir geht es besser? Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Ich bin ganz deiner Meinung. Von selbst ist er da nicht aufgekommen. Ich bin ganz deiner Meinung. Wo hast du das denn schon wieder her? Bis zum nächsten Morgen schlafen. Von selbst ist er da nicht aufgekommen. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Das ist wirklich nicht mein Problem. So. Jetzt bin ich fertig mit Eis essen. Reden wir mal so. Hey, du! Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Die schwere Drachenjägerrüstung werden, glaube ich mal. Von mir erfährt keiner was. Ich könnte dich und deine Axt gebrauchen. Das wundert mich nicht. Das kann ich für dich tun. Würdest du mit mir zu einer Insel segeln und dem Feind in den Arsch treten? Klar. Ich glaube nicht, dass sich das ändert. Sag mir nur, was ich tun muss. Er weiß ja nicht mal, wie er ein Schwert hält. Okay. Komm zu mir an Bord. Warte am Hafen auf mich. Wir haben ihn natürlich doch noch gekriegt. Ein Schiff? Man weiß gar nicht mehr. Eins muss man dir lassen. Mit dir wird es nie langweilig. Das war doch Komm klar. Schnell nach. Ich hätte was anders gemacht. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Das ist doch lange bekannt. Kannst du mich trainieren? So einiges gehört. Ich kann dir zeigen, wie man mit dem Zweihänder kämpft. Ich wundere mich über gar nichts. Allerdings habe ich nicht die Zeit, dir auch... Sobald du eine gewisse Fähigkeit hast, werde ich mich deiner annehmen. Vorher solltest du dir eine... Okay. Kannst du mich... Ich kann dir zeigen. Allerdings habe ich nicht die Zeit, dir... Sobald du eine gewisse Fähigkeit... Okay, lol. Ich weiß hast du eine Ahnung, wie ich an das Schiff der Paladine komme? Meinst du, dann wäre ich noch hier? Das Ding ist besser bewacht als früher die Erztransporte des alten Lagers. Es muss doch eine Möglichkeit geben, auf das Schiff zu kommen. Klar, draufkommen ist einfach. Immerhin haben wir jetzt den Richter in unserer Gewalt. Du gehst am besten zu ihm und quetscht ein Ermächtigungsschreiben für das Schiff aus ihm heraus. Aber das ist doch nicht alles. Um das Schiff zu lenken, brauchst du einen Kapitän, eine Mannschaft und so weiter. Da hängt ein riesiger Rattenschwanz dran. Ja, das weiß ich auch. Das höre ich zum ersten Mal. Kennst du jemanden, der ein Schiff lenken kann? Soviel ich weiß, ist Torloff früher zur See gefahren. Er kennt sich aus. Ich habe mir das schon gedacht. Okay. Wen soll ich als Mannschaft anheuern? Das musst du selbst entscheiden. Meine Meinung. Aber ich würde nur Leute mitnehmen, denen ich vertraue. Hast du genug Leute, denen du vertraust? Wenn du einen Schmied in deiner Mannschaft brauchst, solltest du Bennett fragen. Er ist sicherlich der Beste, den du je finden wirst. Okay. Dann... Wenn er das nicht sieht, die Echsenmenschen verteilen Dracheneier übers ganze Land. Das hätte ich mir denken können. Es wird Zeit, dass wir hier verschwinden. Was soll ich jetzt damit machen? Zerschlagen. Was sonst? Vielleicht kann man die Schale für den Rüstungsbau oder Ähnliches verwenden. Sie sieht ziemlich stabil aus. Sprich mal mit Bennett darüber. Wir haben ihn natürlich doch noch gekriegt. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Silvio, der Mistkerl, hat was über die Drachen im Minental gehört und hat daraufhin alle hier auf dem Hof völlig verrückt nicht sieht, gemacht. Kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Er hat versucht, die Jungs zu überreden, ich ihm ins Minental nicht, zu folgen. So aufregt. Ruhm, Ehre, Gold und alles Mögliche hat er ihnen versprochen. Viele von ihnen hatten kein Interesse, sich für Silvio töten zu lassen. Aber es gab da so manchen Idioten, den konnte er doch überzeugen. Das Ende vom Lied war, dass sie sich von Bennett haben ausrüsten lassen und dann kurzerhand losgezogen sind. Okay. Ja, im Grunde bin ich froh, dass Silvio endlich vom Hof ist. Wird sich das jemals ändern? Alright, ich bin mal kurz weg.
Ich lasse die auch noch einfach laufen und red einfach. Würdest du mit aufs Schiff kommen? Machst du Witze? Natürlich wäre ich dabei. Ich habe auf dem Festland noch ein paar alte Rechnungen zu begleichen. Außerdem könnte ich dich im Kampf mit der Ein- und der Zweihandwaffe unterweisen. Ich könnte also von großem Nutzen für dich sein. Glaubst du wirklich daran? Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Ist das wirklich wahr? Das hat er wirklich nicht verdient. Das ist doch lange bekannt. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Ist das wirklich wahr? Von mir hatte das nicht. So, ich bin wieder da. Dann pack deine Sachen. Ich doch noch gekriegt. Was denn? Jetzt sofort? Ja. Ich habe vor, hier zu verschwinden. Und wenn du mitkommen willst, komm zum Hafen. Wir treffen uns am Schiff. Ganz kräftig dazwischen. Okay. Ich habe schon so lange auf diesen Moment gewartet. Ich werde dort sein. Gut. Wollt ihr wissen, was ich mir immer gedacht habe? Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Weil Lee hier ja auch so irgendwo, ich nenne es mal Big Boss macht oder sowas, keine Ahnung. Da dachte ich mir halt so, dass er halt mit solchen Sporttaschen dann zum Schiff läuft. Wobei es da zwar noch keine Sporttaschen gab, aber es war auf jeden Fall eine Überlegung wert. Oder eher gesagt, dass ich darüber nachgedacht habe. Ich fand es eigentlich witzig, diese Gedanken. So, dann reden wir mal mit Thekla. Kann ich noch etwas von deinem Eintopf haben? Du bist auch immer hungrig, was? Was machst du eigentlich die ganze Zeit? Ich habe ein paar Drachen erledigt. Oh, na dann wird's wohl wieder mal Zeit für einen ordentlichen Eintopf. Genau. Das war keine große Sache. Daran wird sich nie etwas ändern. Und glaub ja nicht, dass das alles ist. Ja, Eintopf von Thekla. Theklas Eintopf. Ist Spaß.